So, hallo an alle zu einem neuen Wunsch-Tutorial. Willkommen in meiner altbekannten Tutorial-Wüste. Es gibt einige alte Hasen, die das vielleicht noch kennen. Es gibt ja viele, die neu dazugekommen sind. In der Zeit kamen nicht so viele Tutorials. Ich möchte nur darauf hinweisen, wer da oder für wen das interessant aussieht allgemein oder für wen das Tutorial interessant ist, der kann gerne mal in die Playlist reinschauen. Die ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da gibt es noch viel, viel mehr so Zeug hier. Ich habe nämlich schon sau viel Zeug durchgemacht und alles Mögliche schon gebaut. Und mir sind teilweise Ideen ausgegangen, deshalb kam die letzte Zeit nichts, aber davor kam sehr, sehr viel. Einfach mal nachschauen. Und ja, nur so als Hinweis, in dieser Folge oder in diesem Video geht es um eine Sache, die mir eingeschickt wurde. Es war wieder ein englisches Video, was ich auf Deutsch mal wieder vorstellen sollte. Gab es schon öfters und ich fand die Idee davon ganz nett. Es geht um ein Lagersystem und diejenigen, die das zufällig nicht gesehen haben oder das System noch nicht kennen, für die soll das Video ganz interessant sein. Ich stelle es euch mal vor. Das sieht so aus, ist eigentlich ein ganz kompaktes, kleines, nettes Lager, von der Breite nach hinten geht es eigentlich und das hat mehr was mit Optik zu tun, also soll schön aussehen. Ich meine, man kann jetzt hier so gucken, okay, nichts Besonderes, ein paar Kisten, ein paar Bilder drauf und das war's, aber ich zeige mal, wie das ganze Ding funktioniert. Man kann es an- und ausschalten, an, aus, ich lasse mal auf an und dann zeige ich mal kurz, wie man sich Items rausholt, einfach auf die Druckplatte stellen und dann fliegen da Items raus, zack, oder man kann sich hier Stein holen oder man kann sich halt Repeater holen. Man sieht es immer schön, der Leiste, wie das unten zeigt, unten reinploppt. Es dauert immer noch ein klein wenig, auch nachdem er runtergegangen ist. Man kann es nicht immer ganz genau akkurat einschätzen. Da kommen dann nochmal zwei, drei etwas mit raus, so später. Man kann aber dann hier dann die Kiste reingucken, sich das Zeug dann immer wieder reinlegen und dann wird das wieder in den Kreislauf eingespeist. Das Tolle ist, es ist stackbar, das heißt, ihr könnt das direkt nebeneinander bauen. Man kann auch auf zwei Platten gleichzeitig draufsteigen. Dann würde man natürlich dementsprechend auch die Items bekommen. Einfach als sehr, sehr schönes, dynamisches Lager. Wenn ihr zum Beispiel, was weiß ich, vielleicht Redstone-Zeug bauen wollt, macht euch ein kleines Redstone-Lager. Wenn ihr euch normal ein Haus bauen wollt, irgendwas, macht euch ein normales Baulager, ordnet es in die Kisten ein, wird das schön rausgehauen. Und durch Ausschalten natürlich passiert nichts, kann man drüber laufen. Hört zwar noch klappern, aber es kommt nichts. So, das Ganze ist eigentlich sehr zuverlässig und auch stackbar, wie gesagt, die Reihe. Das heißt, man könnte es noch erweitern, ihr könnt noch eine zweite Reihe anlegen. Und ja, ich zeige euch mal kurz, wie das Ganze gebaut ist. Jetzt kommt ein kurzer Cut, dann sehen wir uns gleich wieder. So, da wären wir wieder. Ich hätte mir mal ganz kurz hier unten die Materialien rausgesucht und die haben wir gerade mal hin. Also, ich mache mal so eine kleine Fläche, das heißt, hier ist zum Beispiel der Boden, wo wir drauf laufen werden. Ich mache einfach mal das ganze Ding vier Blöcke in die Breite, sage ich jetzt mal, so von den Abmaßen her. Also vier Blöcke von dem Dings, das heißt, wir brauchen auch von den Steindruckplatten auch vier Stück. Da hat schon wieder Material. Egal, das mache ich später, Comparator oder später. Und zwar werden die so gebaut, 1, 2, 3, 4 nebeneinander und da ist so eine kleine Kante nach unten. Dann hier hinter kommen ein paar Redstone Repeater hin, die in Sticky Pistons reingehen, die nach oben zeigen. Auf die Sticky Pistons kommen logischerweise Blöcke. Und wenn wir das haben, können wir dann wiederum Druckplatten austauschen, brauchen wir nicht mehr. Hier kommen Dispensers hin, weil wir werden ja praktisch die Items aus dem Lager heraus rausdispensen. Ich gehe auf die Druckplatte drauf, kann den Dispenser platzieren. Und noch einen und noch einen. Die müssen nach vorne zeigen auf der Höhe. Wenn der Block direkt dahinter ist, also einmal draufgehen, dass der Block sich nach oben drückt, dann den Dispenser platzieren und dann hätten wir das schon. So, dahinter machen wir jetzt wieder ein bisschen Platz, also nochmal zwei Blöcke jeweils dran, setzen auch wieder Repeater dran. Die sind einfach auf der ersten Stufe gestellt und werden hier nochmal verbunden. So, dann könnten wir über die Hopper hier, Dispenser Hopper setzen, weil die Dispenser müssen ja befüllt werden. Die haben im Normalfall nur einen Speicherplatz von 9 Slots, wo dann jeweils 9 Stacks reinkommen oder wenn es halt Items sind, die es nicht stacken lassen, halt nur 9 Items. Das ist ein bisschen wenig und deshalb kommen jetzt über die Dispenser, erstmal die Hopper und über die Hopper kommen Kisten, wo das Ganze gelagert wird. Ihr könnt hier Doppelkisten machen aus Trapped Chests und normalen Chests, die könnt ihr auch hintereinander stellen, dann stören die sich absolut nicht. Sieht dann, na komm schon, da, so aus. Zack und zack. Und jetzt können wir Sachen hier einfüllen. Alles, was wir hier reinfüllen, wird durch den Hopper gehen, in den Dispenser rein. Wenn der Dispenser voll ist, bleibt es im Hopper. Und wenn der Hopper voll ist, bleibt es in der Kiste. So, dann, ich würde eigentlich mal das grobe Zeug hier sogar abbauen. Das brauchen wir gar nicht mehr. So. Dann, ja. So, wir müssen hier hinten jetzt einfach nur Strom anlegen, in Anführungszeichen. Wenn wir jetzt hier einen stinknormale Redstone-Torch anlegen, würde das einmal passieren. Wird einmal ein Item rausploppen, macht es einmal klacken, das war's. Sollen aber dauerhaft Items rausgeploppt werden und der Piston soll sich auch wieder resetten. Deshalb müssen wir das anders gestalten. Wir machen das ganz kurz mal so, obwohl wir könnten es direkt schon hier rüberziehen. Ah. So, und zwar, hier ist unser Einschaltbutton. Und hier kommt jetzt ein Comparator hin. Der Comparator zeigt nach vorne. Und hat den Subtraction Mode an, das heißt den Subtrahierungsmodus. So, dann können wir hier die Spur hinlegen.
und einmal das Ganze so verbinden. Das heißt, der Comparator haut den Signal raus und zieht es gleich auch wieder in sich rein. Da der Subtraktionsmodus an ist, also Abziehmodus, heißt es im Klartext, das, was an der Seite hier reinkommt, wird von dem Signal, was hier vorne rauskommt, abgezogen. Und damit sperrt er sich praktisch selbst und es entsteht eine kleine Clock, wenn ich hier vorne einen Schalter dranhänge. Achtung, geht mal den Schalter dran, einschalten. Jetzt seht ihr, es pulsiert ganz, ganz schnell, also es ist eine extrem schnelle Clock eigentlich. Und sehr, sehr nützlich. Das heißt, sie ist nicht so schnell, dass die Dispenser nicht mehr richtig arbeiten können. Ist aber auch nicht so langsam, dass man ewig warten muss. So, ihr seht, was passiert. Wenn wir auf eine Druckplatte steigen, drückt der Piston den Block nach oben, sodass er sich vor diesen Repeater erstellt. So, wenn das passiert ist, wird der Repeater den Block bepowern, auch einem pulsierenden Signal. Und auch dementsprechend, wenn der Block bepowert ist, wird der Block den Dispenser powern mit einem pulsierenden Signal. Klartext, draufstellen, Block nach oben, Verbindung entsteht und da ploppen die Items raus. Wie aus einer Kanone. Theoretisch, wenn man jetzt nicht draufstellt, müssen wir es hören. Kann man es hören? Oder liegt es hier an dem Comparator? Mich vertan? Ich hoffe mal nicht. Ja, man hört es klacken. Und hier drüben? Hier drüben nicht. Anscheinend gibt es ein Problem schon wegen dem Comparator hier. Weil der Comparator gerade wieder, auch weil der Block bepowert ist, hier subtrahiert wird. Na, das ist schlecht. Okay, wir verlegen das Teil ein klein wenig nach vorne. Kann ja mal passieren. Und zwar, wir verlegen das Ding nach da. Dann haben wir jetzt ein klein wenig Platz dazwischen gebracht, damit wir hier keine Probleme kriegen. Müssen wir einfach so machen. Das ist kein Problem, man kann sich immer vertun. Man sieht, man lernt dazu und baut ein klein wenig parallel dabei. Wir setzen das Ding dahin, hauen hier Dings rein und machen einmal die Schlange außenrum. Zack. So, muss noch einen Schalter dranhauen. Und jetzt geht's aber. Weil das lag einfach nur problematisch hier an der kleinen Verbindung. Hätte ich vorher dran denken müssen. Hier drüben habe ich es auch nicht gemacht. Ich habe gedacht, ich könnte es ein bisschen kompakter bauen, aber egal. Passt schon. Passt schon. So, dann sieht ihr mal, wie das ganze Ding überhaupt funktioniert. Einigermaßen vernünftig erklärt. Ja, das läuft. Überall das Klacken. Jetzt könnt ihr praktisch einfach noch Folgendes machen. Ihr könnt euch Item-Frames schnappen oder so. Die hier vorne in die Dispenser hauen. Da dann die entsprechenden Items reintun, die ihr praktisch raushaben wollt, damit ihr sehen könnt, was das ist. Hier ein bisschen verzieren, indem ihr das Ganze zumacht. Hier drüben theoretisch auch noch zumacht. Hier nochmal. Über den Kisten müsst ihr einen kleinen Platz lassen eigentlich, damit man die noch öffnen kann. Wenn ihr direkt einen Block drüber setzt, wird das nichts. Dann mal noch umziehen. Und dann das Ganze ein bisschen zumachen. Hier könnt ihr Blöcke hinsetzen, weil es ist ja eigentlich alles verdeckt dann. So in der Art. Dann nochmal hier außenrum ein bisschen kleines was verkleiden. Und dann sollte das eigentlich ganz nett aussehen. Wenn man nochmal hinten dann zumacht. Und da nochmal zumacht, dann sieht das von innen doch schon wieder ganz klasse eigentlich aus, oder? Jo. Ihr kommt dann immer schön an die Kiste hier oben dran. Theoretisch müssen wir vielleicht noch ein bisschen mehr Platz machen. So in der Art. Und dann, ja, das ist es auch schon gewesen zu dem Thema hier. Oder zu dem Lager. Ich hoffe mal, das ist ganz nett gestaltet. Ihr habt Gefallen dran. Wenn es euch gefällt, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Und ansonsten könntet ihr euch vielleicht noch, wenn euch das Lager nicht so ganz anspricht, ein anderes Lager anschauen, was ich noch gemacht habe. Dazu werdet ihr auch einen Link hier nochmal gleich eingeblendet finden. Zack, hier oben in der Ecke. Und dann einfach draufklicken, wer die Anmerkung aktiviert hat, wer auf dem Mobilgerät ist, einfach Link in der Beschreibung benutzen. Und dann sehen wir uns im nächsten Wunsch-Tutorial. Ich bin dank fürs Zuschauen. Tschüss.